Ladies and Gentlemen, Madame de Monsieur, meine Damen und Herren, liebe Rabe, liebe Bären, Keggy, Mock, SJ, Maeve, Wollo, Ricky, laden Sie alle recht herzlich ein, bei Propant dabei zu sein. Ja. Und der liebe Mythos of Playing erklärt mir die Spielregeln, meine Damen und Herren. Awesome. Hey, Ricky. Ja. Hallo. Nein, einfach auf meiner nein. Seite. Hallo. Okay, hallöchen, Leute. Wie heißt euch? Willkommen zu unserem wundervollen neuen Part von G-Mod. Gary's Mod diesmal mit Propant, weil Propant eine ziemlich coole Sache ist. Was ist der Sinn von Propant? Warum spreche ich Propant aus? Ich weiß nicht. Das macht mich immer hungrig. Ich denke immer an Pralinen dabei. Deswegen sage ich immer Propant zu Propant. Ist mit Propant? Was ist das Prinzip von Propant? Gute Frage. Also, prinzipiell wird das Spiel in zwei Teams gespielt. Verzieh dich. Ich hab's geahnt! Nein, lass mich in Ruhe! Okay, dann habe ich mehr Zeit zum Erklären. Also, da ist doch wird das Spiel in zwei Teams gespielt. Wir haben. Lass sie doch mal erklären! Das ist sorry. Nicht fair. Das ist nicht ausreichend. Genau. Wir haben erstmal die Hunter und wir haben die Props. Was ist der Unterschied? Die Hunter, die müssen die Props jagen. Und die Props, die verstecken sich in irgendwelchen Gegenständen und dann müssen sie versuchen abzuhauen. Und die Hunter müssen sie finden und umbringen. Ja, und wenn die Hunter den falschen Gegenstand anschießen, verlieren sie Leben. Und erwähne bitte noch, wenn die Hunter in der Nähe der Props sind, müssen die Props, müssen Licht, ein Geräusch machen. Dankeschön, oh. Props. Okay, ja, das ist so eine Regel, die wir eingeführt haben, noch so ein bisschen. Ich glaube, das Stück Holz, das gibt nicht nach. Schieß noch ein paar Mal drauf, SJ. Auf jeden Fall, Moment. Na, geht nicht. Warte, ich probier's auch mal. Aber guck mal, die beiden... Aber guck mal, die beiden Sachen, die schweben noch hier. Ich steck fest. Anders Win. Kann man sich eigentlich gegenseitig ab... Einmal ganz eine Frage. War meine Begrüßung so schlecht? Ja, du hast sie nicht war, also sagen wir so, beim letzten Mal hast du die Messlatte hochgesetzt und diesmal hast du Limbo drunter gemacht. Ich fand dein... Ja. Das war halt ein bisschen zu... Das war nicht gut. Aber wir haben direkt herzlich... Ein... Das finde ich ja immer super, ne? Wer macht das eigentlich immer? Das frage ich mich schon seit Ewigkeiten. Okay, ich hab's mir gedacht. Das fragt er sich schon seit Ewigkeiten. Wer ist das nur? Und SJ, hast du es mittlerweile auch gekauft? Hallo Crash Bandicoot, alles klar. Hast du es mittlerweile auch gekauft? Nein! Ich hab's vergessen, stimmt. Wer was gekauft? Wird mir auch das SJ, Tröte. Der war ja so begeistert von der Tröte, der wollte unbedingt wissen, wo ich sie gekauft habe. Richtiger SJ. Wo hast du die Tröte her? Digga, Landi ist bestimmt aus dem Aldi. Darf ich mal kurz eine Sache anmerken? Ich mag Propant ja mehr als TTT. Na, ist das so? Na. Ja. Schwer zu sagen. Liebe Propant, super. Es hat beide seine Vor- und Nachteile. Propant ist lustig, aber Propant kann nicht so viel hintereinander spielen. Ich habe das beste Versteck der Welt. Ich schon. Ich habe das beste Versteck der Welt. Alter, ohne Scheiß, Ricky, nicht schlecht. Ist das geil oder nicht? Ich bin gegenüber von dir, siehst du? Ich glaube, hier oben ist es. Ich habe ein Geräusch gehört. Ach, ich hab euch. Voll, oh, bitte dich. Ist es auffällig? Ja! Okay. Nein, doch nicht. Fuck. Wie komme ich dann eigentlich aus Gegenständen wieder raus? E drücken. Ja, wieder E. Zum anderen. Auf dem anderen Objekt gucken und E drücken. Geht aber auch nicht immer. Tu ich aber. Geht nicht! Dann kannst du in diesen Objekt nicht reingehen. Doch, kann er. Er muss nur richtig raufgucken, das ist ein bisschen knifflig, vor allem, weil das Objekt ist. Ja, ich guck hier unten durch, das ist ein wenig schwierig. Befurcht jemand. Ah. Boah, Ricky, kannst du mal ein bisschen rüberkommen mit deiner Au. Geht grad schlecht, ich bin dir grad so sicher. Alter, also gerade hier. Ich will deine Höhle sein. Sag mal, Kerki, warum hast du in die Luft gesprengt? Das funktioniert doch so nicht. Und ich hab nichts in die Luft gesprengt. Lass mich mal da drinnen. Okay. Oh, da kommt was. Hey, listen. Oh nein. Hey, SJ. Nein. Was machst du hier? Ich verbeul dich jetzt ein bisschen, okay? Meinst du, er ist das Auto? Okay, SJ ist tot. War nicht so schwer. Ja. Er hat mein Versteck gewählt, der Drecksack. Ja, ich dachte von wegen... Erinnere ich noch jemand? Lebt noch. Ohne Scheiße. Alter, ich lebe noch. Bin ich doof. Gib mal alles. Kleines Äpfelchen. Was jetzt? Scheiße! Das war ein gutes Versteck in der Mitte. War nicht schlecht. Oh, wie offensichtlich er ist! Wer, ich? Nein, Maeve! Ich! Er passt gar nicht dahin! Das ist so gut! Mann, ich möchte auch was zu lange haben! Jetzt finde mich doch mal! Was ist denn los? Wo bist du denn? Eigentlich, Wollo? Ey, ich bin super sneaky unterwegs! Ich bin ja auch die ganze Zeit über die Map geflitzt! Hä, was nicht reinpasst in die Map? Hä? Ja, irgendwas passt ja nicht rein. Ja, irgendwas passt draußen nicht in die Natur, sag ich mal. Irgendwas passt nicht in die Natur. Alleine, Bollo ist so auffällig und Mock ist so auffällig. Fang ich mal an! Los, auf
Ich seh's. Ach, jetzt weiß ich, was Wollo ist. Okay, Wollo fehlt noch. Erkennen? Ich auch nicht. Ach, das ist er! Ich hab gedacht, er wäre das Große. Oh, gut. Ja, ich hab auch gut. Das Große. Ey, guck mal, Chef. Wenn ihr unter das Haus guckt, sind da lila Texturen bei euch auch? Wenn so ein bisschen nee. Unter die Map geht? Ja. Für mich nicht. Ah, doch, doch, stimmt. Wir geben mal einen Tipp, ja? Wollo ist draußen, ja? Kann nicht Tipp. So gute Tipps jetzt hier, ne? Ja, hallo, aber draußen ist doch okay, oder nicht? Bleib doch was da, hast du, was hast du denn gerade aufgehoben? Das ist ein richtiger keine Betrüger! So ein ich mach mal die Kisten kaputt. Jetzt was ist heißt er, denn hier Betrüger? Jetzt ist er drinne. Boah, wenn du eine Kiste bist, dann zerstampf ich dich jetzt. Mann. Er ist etwas, was... Oh, 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 shit. Oh, oh, was oh, das Geräusch? Oh. Er ist im Baumhaus, oder? Nein. Ah! Komm schon. Heißt er nein? Komm schon. Komm schon. Die Äpfel sind Leben manchmal? Nee. Seit wann liegen hier so komische Kids rum? Oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Lauf! Lauf! Lauf oder leben! Er hat den ersten Apfel. Ja, hier. Oh, passt ich muss die Pumpgun nehmen. Noch okay. 2, 3 Sekunden. Richtiges Pro, ey. Ah, Alter. Yes, nein! Sauber, sauber! Richtiges Pro Aiming. Geile Runde, geile Runde. Weil gute Arbeit, Sean. Was auch immer du da gemacht hast. Ich hab ihn erledigt. Okay, jetzt darf ich mich auch verstecken. Da müsste die Musik sein. Kannst du einfügen, Ricky? Du machst das Video. Das ist doch schön. Na ja. Ich kann mir doch nichts erzählen, das darf man nicht benutzen. So. Ich mach's einfach mit dem Mund. Nicht gut. Sehr gut. Nicht gut, so ein bisschen Ricky Beatbox macht's mit dem Mund auf jeden Fall. Red ich denn? Maeve, wo ist dein Handy? Nein. Das haben wir auch so ein richtiges Arschloch, weißt du, ich so, ich nehm die paar TTT-Runden auf und immer Urheberrechtsmusik gespielt, immer euer Handy, ihr Arschgeil, immer. Das war ja, Careless Whisper von George Michael, ja, also bitte. Er Teamspeak rein, sieht, dass wir Garry's Mod spielen und sagt, darf ich was davon aufnehmen? Ja. Ja, so ein richtiger Ricky. Einfach abgespielt. Die Antwort ist nein, Ricky. Yeah. Hast du dann gemerkt, ne? Ja, hätte auch einfach sagen können. Oh, Moment. Ach, Ricky. Ich hätte was abspielen müssen. Wie, du hast nichts abgespielt? Ist irgendjemand innerhalb ich des Gebäudes? Ich habe mich aber auch ganz offensichtlich direkt vor dem Gesicht des Jägers bewegt. Ich glaube, ich habe dich auch gesehen. Ich glaube, du warst eine Kiste. Kann das sein? Jetzt wird gerade was bewegt, oder? Munkel. Vielleicht. Ey, macht einfach niemand irgendwie ein Geräusch, ne? Ich hab ein Geräusch gemacht. Oh, oh, ja. Oh, ich hab's gehört. Wer bist du von den ganzen Kisten? Kiste? Ich hab nicht gesagt, dass ich eine Kiste bin. Oh, ich hab noch 15 Health. Scheiße. Fuck. Das ist eine Platz gewesen. Kiste. Nein! Oh, die Kiste! Fuck! Hab ich nicht? Ja. Yeah. Ich dachte, TNT kann mich schützen. Nee, wer ist denn das? Geh weg, Wolle. Hier ist auch noch einer, oder? Alter! Alter, der Keggy. Ich geb euch jetzt einen Tipp zu meinem Versteck. Also, ja? Meiner Birk, hä? Was ich bin. Pass auf, ja? Jetzt halte ich fest, das ist ein Rätsel. Oh, ja. Wolle wird's lösen, es wird nichts Schweres sein. Die falsche Hoffnung. Oh, das war gar nicht. Die falsche Hoffnung? Ja, das ist ein Rätsel. Die falsche Hoffnung ist. Die falsche Hoffnung? Falsche Hoffnung, Keggy. Meinst du? Ja. Ja, super easy. Ich, auf jeden Fall. Super easy. Falsche Hoffnung. Ich glaube, da kann man nicht drüber hüpfen. Ich hab so ein kleines Problem jetzt. Meinst du mich? Wer auch immer da gerade eben da oben rumgehüpft ist. Hier schwebt schon wieder ein Auto. Ja, ich glaube, da kann man nicht drüber, Maeve. Du bringst dich nur selber um. Ah, nee, Moment. Quatsch, da kann man rüber. Ich bin tot. Scheiße. Bringst dich Nein. Du hast die Kiste oben kaputt gemacht. Kiki, ich war ziemlich in der Nähe, würde ich sagen, oder? Nein! Vielleicht? Bin ich jetzt der Einzige, der noch lebt? Geht mal raus auf die Straße, geht mal raus Alter, auf die Straße. Kiki. Das war knapp. Passt. Gib euch einen Tipp. Ich bin nicht auf der Straße. Ja, aber es gibt noch den Bluebird, oder? Ja.
Ach so, okay. Ich guck, dachte, mal bitte, ich guck mal bitte hinten das Auto, ja. Das Auto sieht ein bisschen unnatürlich aus. Guck mal, was der für eine Labertasche ist, halt. Ja, aber was denn? Warte, 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 stopp, 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 nicht raufschießen, nicht rauf. Ich wollte mit ihm fahren. Wer war denn das jetzt? Oh. Ich war das. Okay. Gut. Wir wollen der Ricky gleich eine Runde Auto fahren mit dem Schau. Ja. Haben wir das keckische Rätsel schon gelöst? Die falsche Hoffnung. Ist die falsche Liebe, falsche Hoffnung vielleicht Liebe? Ach so, das falsche Hoffnung-Rätsel. Also? So richtig poetisch. Liebe! Also mit Liebe hat es nichts zu tun. Ich spürte dieses Kribbeln im Bauch, diese Liebe! Na, das wäre jetzt zu doof, wenn ich das sage. An etwas was? An? Oh. Beweg dich wenigstens. Warum war da kein Geräusch? Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo Keggy ist. Ich hab's gesehen, oder? Ich weiß, wo er ist. Wo ist er denn? Ja, ich glaube, du bist ganz gut, Ricky. Schieß, schieß mal eine Bombe da rein. So komm her, schieß. Schieß mal eine Granate hier rein. Alter. Komm mal hierher. Kannst du nicht zuzuordnen. Ja, ihr werdet immer kälter, ne? Was ihr da macht. Okay. Wie sind jetzt? Die beiden doch schon so warm die ganze Zeit? Denk bei meinem Rätsel an Farben. Die falsche. Grün! Ist grün! Grün! Nein! Nein! Er wurde teleportiert! Nein! Yay! Alter, das war knapp. War das ein bisschen unfair, dass ich Bluebirds versteckt verraten habe? Das war auch nicht offensichtlich oder so. Das hätte man finden können, tatsächlich. Hätte man, ja. Aber keiner hat an die Farben gedacht. Die Farben, Mann. Also, wir müssen mehr an die Farben denken. Wäre ich da wahrscheinlich noch 2 Stunden gestanden. Ja, man muss auch vielleicht wissen, dass Nitro explodiert. Nitroglycerin. Deswegen habe ich mich auch am Anfang zu einer gemacht, da habe ich gesehen, dass Keggy auch eine ist. Da dachte ich mir, fucking Keggy! Habe ich gar nicht gesehen. Und dann musste ich hier loslaufen. Wurde erwischt. Ich glaube, ich kann mich noch Haus. Warum versteckt sich eigentlich niemand im Haus? Ich bin im Haus. Oh, danke. Ach, ich bin Hunter. Oh, ich bin so doof, ne? Ich bin Hunter und geh zu den Objekten und drück sie alle an. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, Keggy, vielleicht funktioniert's. Hat leider nicht funktioniert. Ich kann mich nicht bewegen. Das war scheiße. Der hat sich ja, das passiert manchmal in der Wand. Zu großes Objekt genommen wahrscheinlich. Der war eine Pflanze. Ja. Oh, Wollo, ne? Hallo, ich steck fest. Da sind wir gleich. Oh, noch einer, der feststeckt. Wundervoll. Nee, eine gute Runde, Jungs. Ich bin frei. Fuck. Ich und SJ. Oh, ich sehe da hinten laufen. Wir haben einen grünen Daumen, ja. So, mein Daumen war aber nicht so grün. Ich möchte jetzt auch ein Rätsel. Hier lief gerade irgendwas im Garten rum. Rätsel. Ja, schieß los. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Was halt sind die Schnauze, machen okay. Rätsel. Okay. Keine Ahnung. Da Holz. Alter, wir gleich. Nein, der lebt. Da. Alter, was geht da? Jetzt kommt's. Pass auf. Weiß nicht. Das wissen wirklich nur richtige Ricky-Mania-Fans. Ja, Farbe der Cap meines Avatar-Bilds. Rot. Gelb. Ich hab da was gesehen, das sich bewegt. Gutes Rätsel, Ricky. Ja. Gutes Rätsel. Hat sich da was bewegt? Wer war da gerade innerhalb des Gebäudes? Warum habe ich keinen Schaden, wenn ich auf die Kiste schieße? Weiß ich nicht. Du meinst aber die Cap selbst, oder? Ich schieße eine Rakete rein. Hab keine. Nicht die Schrift auf der Cap oder so? Okay, ich hab noch 15 Leben. Was machst du? Ist das so auf zu lachen. Ach so! Ist das aber geil oder ist das geil? Ist das der Hammer oder nicht? Geh da weg, Ricky, damit man es nochmal benutzen kann. Das hä? Ist gut. Sei gegangen? Ich mach mal die Taschenlampe an. Da kann ich's vielleicht leichter erkennen. War echt gut, ne? Ja, hab's auch nicht gecheckt. Super. Jetzt, Ricky, sag mal jetzt. Farbe der Hoffnung. Nein. Da doch. Oh, wer ist da drin? Oh, ja doch, jetzt hast du wieder gewechselt. Wer hat die Äpfel alle umgeworfen? Hm. Wer ist da der mit der Taschenlampe? Ey, Wolle, guck mal, wo ich jetzt bin, bitte. Oh, ja, schon. Ist das der Hammer? Alter! Die Granate hat mich fast gekillt. Ich will nur mal kurz sagen, die Granate hat mich fast gekillt. Darfst du nicht da benutzen, wo viele Objekte sind?
Hey Sean, hast du noch dein cooles Totally Not a Prop Spray? Bitte? Ja, warte. So. Moment. Oh, oh. Hä? Wer ist das? Das ist jemand. Alter, er haut die Kiste. Er ist ganz heiß. Du machst keine Geräusche. Achso, ja, Geräusch. Hä? Ich mach Geräusche. Hä? Ich mach Geräusch. Was ist denn das mit der obersten Kiste, dass man da nie Schaden bekommt? Ja, das ist irgendwie komisch, weiß ich nicht. Das ist mir auch schon aufgefallen. Für die Esche. Bluebird. Achso, Alter, wie laut das hier ist. Der ist gerade. Okay, SJ ist noch am Start. Was warst du denn, Vicky? Ein Apfel. Ach, warte, scheiße. Er war ein Apfel hinterm Busch. Wumper, bitte. Wumper. Wumper, Entschuldigung. Boah, hier ist noch SJ. SJ? Ja. Pass auf. Lebt noch. SJ lebt noch. Ja, SJ, schieß los. Da stehst du gut. Ja, okay. Genau. Fällt gar nicht auf. Moment. Ich kann auch nicht mehr die Gestalt wechseln. Das ist ein bisschen scheiße. Okay, kann ich mir die Gestalt wechseln. Hier. Das ist hier, gut. Das schränkt schon mal ein bisschen ein. So. Du kannst auch. Bei. Ja, bitte? Bleib stehen. Nicht bewegen. Brian Tipps. Okay. Kann man echt eine bestimmte Anzahl seine Gestalt wechseln oder was? Bei Flüssigkeit. Okay. Wachse ich. SJ hat keine Geräusche gemacht. Oh, stimmt. Okay, er ist eine Pflanze. Bei Sonne läche ich. Bei. mit Erde setze ich mich zur Ruhe. Ach du Scheiße. Okay, eine Blume. Nein. Wie nein? Ich bin eine Pflanze. Ja, dann halt eine Pflanze. Ich bin ein Pflänzchen, ja. Wo sind sie denn? Ich töte alle Pflänzchen im Haus. Auf jeden Fall ist er dann wahrscheinlich beim Wechseln direkt stecken geblieben. Ja. Und ihr habt doch die Granate geworfen, ja? Und ich bin da fast. Fuck! Moment, wo habe ich meine Granate geworfen? Was ist denn, SJ? Ja! Oh, hi! Was ist hier? Da ist er. Hab ich nicht gesehen. Follow, nimmst du gleich das Versteck, was ich hatte? Das ist gut gewesen, ne? Nee, das wäre ja lame. Verdammt. Ach, die Props haben sogar gewonnen. Ja! Ja. Wir haben irgendwas haben wir verkehrt gemacht. Ich mich nicht richtig bewegen. Fuck! Obwohl ich einfach sofort getötet wurde. You've been given 10 points for playing on the server. Er wurde gebannt? Ja, du. Punkte bekommen. SJ have banned from the server because black. Boah. Oh, Alter. Hashtag Ricky ist ein Rassist. Hashtag Ricky kann kein Rassist sein, wenn er Zigeuner ist. Natürlich kannst du ein Rassist sein. Warum kann er kein Rassist sein, wenn er Zigeuner ist? Ja, weil er Zigeuner ist. Die Schlimmsten. Oh! Oh fuck, ich weiß gar nicht, wenn einer bei mir in der Nähe ist. Der Mock ist wieder am Feiern, ey. Oh. Ja. Ich brauche ein Rätsel. Okay. Ja, aber eine Kiste zu sein ist langweilig, ja? Niemals! Falls du eine Kiste bist. Ich bin das. Niemals! Nein! Ich häng fest! Ja, hab ihn gebumst! Oh. Wie könnt ihr denn so schnell. Gutes Versteck. Oh shit! Oh shit! Ich muss ja weg! Ah. Ich häng fest! Ja. Okay, bin ich ja bescheuert? Ich hasse es, wenn ich über Sachen rüberlaufe und die dann mir so hinterher glitschen. Dann denke ich mir, dass mich einer jagt. Aber ist ganz schön glitschig. Den Sound hört man auch wirklich nur selber, ja, wenn man in unmittelbar. Oh, Alter. Oh. Das war direkt neben mir, oder? Ich würde sagen, es war direkt neben mir. Das war oben, oder? Das war hier doch auch. Ich guck mal im Baumhaus. Ist das jetzt hier oder die ist so lang? Alter, lass mich rein! Ich bin wieder der Letzte, der lebt. Mann. Ja, weil du dich nie bewegst, du suchst ein gutes Versteck, oder bleibst du dann, Keggy? Ja, so sieht's aus. Aber ich suche das Abenteuer, den Nervenkitzel. Was war denn Volo gerade? Volo's Hunter. Wenn Hunter, okay, ich war vorhin eine Blume. Stimmt. Keggy, wir brauchen ein Rätsel. Irgendwo hier? Ja, ich überlege gerade mir ein Rätsel. Irgendwo hier? Oh, wisst ihr was, die nächste ich Runde... Ich rette Männer... Oh, sorry. Okay. Nein, die Musik war ein wenig homoerotisch. Wie sehen die Männer denn aus, die du rettest? Warte. Nein, ich beschütze Männer in Orange. Was? Okay. Müllmänner oder was? So ein Holländer. Müllmänner sind in Orange. Oh fuck. Sagen wir mal, ich beschütze. Ja, da wenn ich Wasser? Das jetzt sage, dann ist das auch doof. Er beschützt die Männer in Orange, ja? Achso, dann ist er wahrscheinlich ein komischer Pömpel, also so ein Absperr. Wir beschützen den? Ach, genau. Und ich weiß auch genau, welches von den beiden da oben.
Oder auch nicht. Ja, bitte. Ja, schieß drauf. Nee. Nope. Oh, ich hab nur 5 Hell. Aber was habt ihr Angst? Nope. Nein. Ich krieg ihn. Wo ist er denn? Fuck. Er hat gekommen. Wie kann ich denn gerade werfen? Hier, werdet ihr mich nie. Nein! Hab ich! Oh. Nein, ich hab nicht gesehen. Wie kann ich eine Granate werfen eigentlich? So, pass mal auf, ihr lieben Props. SMG, die zweite rechte Maustaste. Ihr müsst uns jetzt alle ein Rätsel geben, okay? Oh, okay. Oh nö. Sowas kann ich mir nicht einfallen lassen. Dann darfst du dir keinen Prop suchen, Bollo. Ich bin der Rätselmeister, ich mach hier. Dann musst du der Typ bleiben. Fuck, okay. Ich brauch ein neues. Das ist doch scheiße! Ist doch scheiße! Oh Gott, seid ihr unkreativ. Scheiße. Ja, richtig. Ihr merkt schon, das ist mir aber auch schon bei dem, jede Runde ist eine neue Geschichte aufgefallen. Scheiße! Scheiße! Nein, ich bin raus! Schon weg! Du oh Gott! Okay, ich hab das beste Versteck aller Zeiten. Ich komm nicht durch die Tür, ich bin zu dick! Nein, sehr dick! Nein! Hallo, wer ist denn? Fuck! Ich hab ihn. Ah, der erste Prop ist schon mal down. Ich kann mich mit meinem fetten Arsch durch die Baumhaustür. Alter, Maeve? Really? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Alter! Du musst ein Stück nach vorne, Maeve. Du musst ein Stück nach vorne. Ich kann mich nicht bewegen. Du glitschst ein wenig nach hinten gerade. Nach oben eher. An die Fresse. Alter! Follow, stirb schnell. Du musst das sehen. Awesome, ja. Vertrau mir. Du musst das sehen. Bring dich um. Schießt auf die Laterne. Ich dachte, das ist einer von denen. Hey, irgendwo hier ist jemand. Was? Einer von den Kisten wahrscheinlich wieder? Oh mein Gott, ist das witzig. Alter, oh mein Gott, auch lachen. Richtig. Alter, oh, Alter, du fusionierst! Du fusionierst! Sag mal, meine Jägerkamera. Hey, ich hab meine Frage, habt ihr eure Taschenlampe an? Was passiert? Das ist nicht wichtig. Also, wieso ist das wichtig? Oh mein Gott! Was er seht. Ich hab irgendwas. Armor Battery. Achso, das ist Heilung. Alter, Maeve, was tust du da? Maeve! Please! Ich weiß nicht, ich versuch was zu machen. Vision! Alter, scheiße, wo ist der? Ich bin gespannt, ob die das jemals herausfinden. Das war mir verspannt. Das werden die niemals herausfinden. Nein! Oh mein Gott! Dann mach ein Rätsel, Maeve, du bist der Letzte. Es geht ihm ein Lichtlein auf. Ja. Das war. Achso, er ist eine Laterne. Hab ihn gefunden. Fuck. Nein! Ich hab das war viel zu leicht. Das war viel zu gut, ja. Das war viel zu gut. Ach da! Das war kein gutes Rätsel, ey. Oh mein Gott! Das war nicht mein Rätsel. Ricky hat mir das kaputt gemacht. Das ist ja, lass dir die Rätsel nicht vom Ricky stellen. Er kann sowas nicht. Vom was? Hast schon richtig gehört. Ich hab nicht verstanden, deswegen. Von Hühnern? Ja, von Hühnern. Rätsel nicht von Ricky stellen, er kann das nicht. Die wollen das nicht, die machen das auch nicht gerne, die Höhen. Fuck, ich hab den Schlimmsten. Das sind Rassisten, hab ich gehört. Aber das wäre noch geiler gewesen, wenn ich mich hätte bewegen können. Alles wäre richtig geil gewesen. So eine Laterne. Dann würde ich jetzt loslaufen und einfach mitten durch. Nein, ich hab kein richtiges gutes Versteck. Okay, Kegi, dich hol ich gleich. Ich hab kein Versteck, kein gutes. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ja, Mülltonne draußen auf der Straße. Oh ja. Fuck, geht ja schon. Auto! Auto draußen auf der Straße! Oh, gerade eine Wumpa werden. Oh Gott, fuck! Eingebobst. Ah. Ist er weg? Was mit der Mülltonne passiert? Lebt die Mülltonne noch? Eine gute Taktik bringen. Nee. Hä? Moment. Wer lebt denn noch? Bin ich der Einzige? Müssen nicht Keggy hier noch irgendwo leben? Keggy und Bluebird. Hallo Radio! Wir sollten nicht alle draußen rumlaufen, wir sollten ein bisschen. Hallo Radio! Rätsel! Die Leute sind nie drin. Es macht Musik. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist weg. Ich bin ganz ohr, Kiki. Lass mich nachdenken. Ich würde sagen, im Haus und gleichzeitig auch nicht. Was? Ja, das ist jetzt. Wow. Das ist jetzt obere Etage. Ja, dann ist er ganz ja, oben. Das war jetzt. Fuck. Auf jeden Fall auf dem Balkon, ne? Gut gemacht, Mock. Nee. Er steht draußen. Er ist bestimmt so ein Apfel, der da draußen oben irgendwo steht. Ah, ich bin runtergefallen.
hab ihn. War eine Pflanze. Okay, war kein gutes Rätsel. Nein. Also. Nein. Und, aber selber eben. Nee. Ricky kritisiert. Gab schon Ricky-Niveau. Oh. Entschuldigung, mir geht ein Lichtlein auf. Richtiger Ricky. Ich war besser als das. Oh nein, oh, ich hab Scheiße gebaut. Mir ist nur im Nachhinein aufgefallen, dass du eine Möglichkeit hast. Leute, ich steck fest. Seht ihr mich hier hinten? Dann guck mal, seht ihr mich? Ich bin immer so. Sollen wir ein einmal kaltes Wasser holen, wenn du feststeckst, Ricky? Oh Gott, ich hab noch nicht. Ich hab ein bisschen Vaseline. Ich hab noch kein Versteck. Bitte tötet mich nicht. Oh Gott, ich hab ein Versteck. Ja, das sehe ich. Scheiße. Also, so. ich vermute es, ich sehe es nicht wirklich. Hallo, Kiki. Ach, guck mal. Was geht? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Mayfi, yo. Das ist voll kacke. Warte, erst in deinem rechten Auge. Mal so eine Frage, hat eigentlich links. Irgendjemand. Bewegt sich da denn? Nein, ups. Hat keiner die Zeit im Auge. Nein. 26 Minuten haben wir jetzt. Alter. Besser down. Dann würde ich sagen, machen wir die Runde noch und dann, haben wir erstmal genug mit der Map. Und in der nächsten Runde werde ich dann eine grandiose Taktik offenbaren. Ich habe vergessen, die Musik anzumachen. Hi. Sieht alles normal aus. Also die gerade, die unten drin waren, ja, das, die Musik guide euch. Also ja? Drei Leute leben noch. Drei Leute noch. Ah, hier sieht es auch noch alles normal aus. Ich höre dann auch mal gerne im Vierer-Team. Hä? Ich habe eine Fee gehört. Ja. Na, du bist Fee, wo bist du? Dir, Mensch. Ich langweil mich hier ein bisschen. Du lebst ja auch noch, Wollo. Beweg dich, Alter. Ja, dann mach ein Rätsel, Wollo. Oder gib mir einen Tipp. Ich glaube, im Baumhaus oben ist. Okay, ein Rätsel, ja, für euch. Nicht so einfach daraus ein Rätsel zu machen. Für Frauen bin ich wunderschön. Ja? Ricky! SJ! Ja! Oh, du legst ja SJ, der hat sich jetzt SJ verkleidet. Und ich habe die Farbe des. Schwarz. Des Panthers, ja. Also schwarz. Nein! Panther ist schwarz. Nicht der schwarze der Panther. Ach, das pinke Panther. Der pinke Panther. Ja, sag doch, so. Ach so. Die Farbe des Panthers. Frauen, so ein Comic-Panther, der ist pink. Also bist du entweder ein Kristall oder eine Blume? Ja, möglich. Also Kristall ist schon mal gar nicht schlecht, aber ich glaube, ihr werdet mich trotzdem nicht finden. Na dran, da, ich werde dich nicht finden. Nein, ich habe ihn nicht getötet. Nein! Warum hast du ihn nicht getötet? Tot. Oh Gott! Ich bin tot. Alter. Warum bist du tot? Ich hab mich selbst umgebracht. Hallo, Nitro-Kiste? Mann. Was treibst du hier so? Geh mir nicht auf den Sack. Shit! Tschüss, blöder Wichser! Was ist denn der S-Shield? Ich bin irgendwo. Da ist der S-Shield. Was? Nein, ich bin sowieso tot. Ich verpetz dich schon nicht. Achso. Okay, man kann auch die Form, egal wie oft, annehmen, ja? Ist vollkommen wurscht. Ja. Ja, ist der Einzige, wo noch lebt. Scheinbar nur ein bisschen buggy immer wieder. Oh. Ich habe noch nicht mal jemanden von euch gesehen. Ich lebe auch noch. Wenn ihr mal eine Ahnung habt, wie weit ihr, wie nahe ihr. Okay, Tipps. Moment, ein Tipp, ja? Ich bin des Riddlers bester Freund. Er ist ein Trottel. Hitlers bester Freund? Hitlers bester Freund? Mittler! Eva Braun! Das ist ja die Farbe des Panthers, dann ist er Hitlers bester Freund. Was ist denn das Problem? Ich bin Riddlers bester Freund. Ach, Riddler? Wer ist der Riddler? Alter. Batman, Junge. Und Batman. Ein grünes Fragezeichen. Ja, grün nicht unbedingt. Warum haust du die Laterne? Was machst du da schon? Warum haust du die Laterne? richtiger Dingens hier. Wusstet ihr, habt ihr eigentlich schon mal draußen in der freien Wildbahn ganz fest gegen eine Laterne gespielt und die gehen dann aus? Ja, klar hat jeder. Fick dich. Echt? Die gehen aus? Super. So ein Assi war jeder mal. Also, das ist super, wenn es die Möglichkeit gibt, dann hinten. Alter Wollo! Oh, da ist aber jemand ganz dicht. Na? Leben noch zwei Leute leben noch. Oh. Sie haben noch 30 Sekunden. Wollo. Oh. Ton machen, Wollo. Bluebird ist so dicht dran. Bluebird ist so dicht dran. Er geht wieder weiter weg. Ja, Fragezeichen. Er geht wieder weiter weg. Tschüss, Bluebird. Okay. Oh. Wo bist du das Fragezeichen? Hä? Ich. Wollo. Achso, eine Fragezeichen-Kiste. Ich bin gerade draufgegangen. Bist du tot? Wie weit du weg bist, Bluebird, das kannst du dir nicht vorstellen. Du hast angestellt. Ich bin vom weiter weg, kälter, eiskalt. Das hat 10 Sekunden.
alles, Alter. Beweg dich, Wollo, beweg dich schnell. Lauf an ihm vorbei. Ja. Beweg jetzt. Dich, hau ab jetzt. Hau ab. Lauf. Ja. Nein. Weißt du, woanders lag? Ihr Blödwichser gesagt habt, ich soll jetzt laufen. Ja, und du hast das gemacht. Ja. Ja, man hört selber schuld, ne? Schlauen Menschen, ne? Man denkt, ja gut, das war's, ne? Mitläufer. Ja. Liebe Freunde, ihr seht schon die Map-Auswahl. Das trifft sich ganz gut, denn wir werden tatsächlich jetzt auch eine Map auswählen und dann, welche Map gewinnen wird, welche nehmen wir denn? Weiß ich nicht. Ich bin für das verlassene Hotel. Das darf doch nicht spoilern. Gut. Spoiler-Alarm. Ja. Spoiler! Wir werden das, das sehen wir im nächsten Part, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Zuschauer von Ricky. Tschüss. Wieso alle Zuschauer von Ricky?